Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Making Waves. Nee, bei Crash Bandicoot 3 bzw. Warped für die PlayStation 1. Und das ist der Teaser, den wir beim letzten Mal schon hatten. Und es ist wieder ein Coco-Level, wie man erkennen kann. Das heißt, Crash legt sich wieder schlafen. Die Schwester übernimmt. Kriegen wir jetzt wieder ein bisschen Gequatsch? Am Anfang ist es ja immer relativ viel, war im zweiten ja auch. Kriegen wir aber nicht. Wir kriegen Piraten-Map. Wir haben hier ein Gefährt, das diesmal nicht so klingt wie ein Gang-Auto aus GTA, finde ich. Also zumindest ist mir gerade zumindest aus GTA kein Fahrzeug bekannt, was so klingt, ehrlicherweise. Vielleicht möglichst nicht auf den Bomben landen. Es gibt hier so ein paar Obstacles, die man schaffen muss, aber man merkt auch jetzt gerade schon direkt in der ersten Welt. Wir hatten Tauchen, wir hatten jetzt, also beim letzten Jetski, wir hatten den Tiger. Wir hatten Pura, wir hatten ganz normales Jump'n'Run. Also Abwechslung konnte man bei Warped auf jeden Fall krass erwarten. Möchte man fast behaupten, Naughty Dog hat sich mit dem dritten Teil tatsächlich sowas wie ein Meisterwerk geschaffen. Es ist auch mit der geilste Teil. Also ich habe ja sowieso schon gesagt, die drei Teile, die werden von Teil zu Teil immer besser. Der zweite Teil hat für mich einen höheren Stellenwert, einfach nur aus dem nostalgischen Grund. Also einfach nur aus der Tatsache heraus, dass das halt das erste Spiel war, was ich hatte mit der PlayStation zusammen. Rein spielerisch, rein vom Umfang und von allem möglichen, von den Ideen, Reichtum und was weiß ich, war 3 schon besser. Eben weil halt immer, ne, es ist so eine aufsteigende Kurve, bevor es dann sehr, sehr schnell abfällt im weiteren Verlauf und sich dann, ich glaube, 20 Jahre später mit Teil 4 dann doch erstmal irgendwann erholt. Da fahre ich eigentlich so zielstrebig auf die Bomben zu. Ich nehme mal direkt der nächste Edelstein. Ein Traum. So. Wollen wir mal sehen. Normalerweise dürfte jetzt nur noch ein Button offen sein. Da ist er. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich den Energiekristall gesammelt habe. Aber den Edelstein hatte ich. So. Haben wir einen. Tiny Tiger. Einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Universum von Crash Bandicoot und mein Lieblingsboss. Und ich überlege, ob ich ihn schießen soll. Aber wir hören ihm erstmal zu. Crash, Coco, stahlen die Kristalle! Tiny bringt sie zurück in die Gladiatorenarena! Ja. In die Gladiatorenarena. Ich werde den Schießeimer anwenden. Aber nicht durchgehend. Jetzt wird es vielleicht zu sehr auf den Sack geht irgendwann oder so. Dann vielleicht nochmal, aber boah, diese Sprites in den Zuschauerrängen sind großartig. So. Muss direkt einmal runter? Jawohl. Ähnlicher Aufbau eigentlich wieder. Ne, er hüpft die ganze Zeit durch die Gegend, kriegt dann einmal auf den Sack. So, für die einfache Welle hier oben in die Ecke und einfach abwarten. Das ist der gute alte Cheese für Tiny. Das hat Naughty Dog dann auch irgendwann gemerkt und hat, ich weiß, gibt es ein Achievement dafür? Ich glaube ja, ne? Es gibt da auch so Trophy für und dann werfen nämlich die Zuschauerränge einen, werfen einen mit Käse. Wenn man passenderweise versucht, den Boss zu cheesen. Das ist ein sehr, sehr nettes Easter Egg tatsächlich. Jetzt habt ihr ja nochmal den normalen Aufbau gesehen. Ich versuche ja hier mit Gameplay-Qualitäten zu zaubern und das war's. Es ist nicht wirklich der schwerste Boss. Ich mag ihn nur sehr gerne vom Design und von seiner Art. Für starkere, da fehlt halt ein Superbauchlandung. Für stärkere Bauchlandung drücke Sprungtaste X und am höchsten Sprungpunkt. Achso, ich habe es jetzt einfach verstärkt, glaube ich, oder? Auf jeden Fall gehen wir raus. Da, wir kriegen immer Power-Ups. Also wir kriegen mittlerweile auch sowas wie eine kleine Charakterentwicklung serviert. Gut gemacht, Kinder. Danke. Durch euren Sieg über Tiny habt ihr die Pforte in die nächste Zeitzone geöffnet. Kehrt in die Mitte dieses Zeitwirbels zurück, um zu speichern. Daraufhin wird die Pforte in die zweite Zeitzone geöffnet. Kann man speichern? Wäre mir gerade gar nicht bewusst.
Aber sollte ich vielleicht sogar mal tun. Ab in die Mitte. Ja, guck mal, ist doch sowieso schon offen. Aber es funktioniert ähnlich. Man geht hier dran, wartet. Das Ding wirft einen auf diesen Bildschirm hier. Die Memory Card wird immer schneller, es wird immer langsamer gelesen, habe ich immer das Gefühl. Kann sein, dass ich die nochmal formatieren muss oder so? Was doch. Crash B. Wir haben sogar empty Boxen tatsächlich. Da werde ich. Wurde die jetzt gerade einmal formatiert. Wird auch fein mit. 11%. 5 Dinger, 4 Edelsteine tatsächlich. Also einen haben wir ja bisher nur nicht bekommen. Mir eine Kiste gefehlt hat, glaube ich, oder? War es am Ende? Ja, bei Pura. Ein Zeitding, das habe ich auch schon mal gemacht, aber das ist alles Zeug, was wir dann im Endgame machen werden. So, Load Save, ab in die nächste Welt. Jetzt wird es ein bisschen orientalischer. Wird sich das jetzt im ersten Level auch schon Dingens? Nein, wir kriegen noch ein Mittelalter-Level serviert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir jetzt im ersten Level vom Orient schon was finden, aber naja. Warum musst du uns denn immer ein Dorn im Auge sein? Hm? Was? Wo war ich? Tiny war ein guter Junge. Er hasste alles und jeden, aber er hatte trotzdem ein gutes Herz. Mhm. Sei nächstes Mal netter zu meinen Handlangern. Na, ich glaube nicht. Der ist eigentlich der zweite Boss, Dingundal, ne? Müsste da jetzt links gewesen sein. Gut. Immer dieser Lauf erstmal kurz entgegensetzt. Kann ja sein. Es wird auf jeden Fall wieder. Wir haben auch sehr, sehr geile Todesanimationen tatsächlich im dritten Teil. Wo ich mal überlege, ob ich mal irgendwie euch mal ein kleines Schmankerl mal gebe und das mal zusammenschneide. Das wird immer dunkler in den Leveln hier. Ich hätte jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass das erste Level vom Orient auch wieder ein Mittelalter-Level ist. Weiter sage ich nichts, weil das würde wieder zu viel vorwegnehmen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, irgendwann werdet ihr höchstwahrscheinlich auch die Todesanimation mal sehen. Ihr braucht da gar kein Special oder so. Auf jeden Fall auch wieder Nitro Crates. Und ich glaube auch wieder die altbekannten Nitro Kisten. Ja. Guten Unterhosenzauberer. Fand ich als Kind auch irgendwie noch lustiger, ne? Als dann der Zauberer auf einmal da in Unterhose stand. Ja, gut, da habe ich das Schwert falsch berechnet. TNT ist auch wieder am Start. Beobachten wir einmal, wie sich die Partikeleffekte entwickelt haben. Oh, warte mal, ich muss aber ganz kurz einmal hier schnell durch. Die habe ich nämlich schon aus der Entfernung gesehen, da wusste ich jetzt nicht. Partikeleffekte gucken wir uns früher oder später sowieso nochmal an. Da wusste ich jetzt nämlich nicht, ob die schon aktiviert war. Das ist eigentlich. Die ist jetzt stärker, ne? Ja, er dreht sich jetzt halt einfach nur noch mal ein bisschen stärker. Ich glaube, danach ist man dann in der Lage, diese verstärkten Kissen kaputt zu machen. Vorher hat man nur einen Bauchklatscher, der aber dann theoretisch nichts bringen würde. Im Vorfeld kommen aber auch keine von den Kisten, soweit ich weiß. So. Le Bonus Level. Wenn übrigens nichts auf dem Spiel steht, finde ich gar nicht schlimm, dass die immer so übereinander sind. Ich habe ja so eine Von-Anzeige, da könnte es sein, dass ich dann am Ende wieder eine Kiste nicht sehe. Dann weiß ich jetzt zumindest, wo sie ist. Ah, nein. Jetzt weiß ich, wo sie ist. Aber gut. Das ist dann was für Zukunfts-Bob. Ja, okay. Das war die unter der Treppe. Die muss man dann zuerst machen und dann, ne? Macht schon Sinn. Gucken wir mal.
gerade noch ein Leben abgestaubt. Ich weiß gar nicht, ob tatsächlich jeder... Doch, eigentlich hat jeder Gegner, glaube ich, wirklich eine eigene Todesanimation, wenn man ihn antascht. Das ist eigentlich auch schon relativ beeindruckend. Die ganze Zeit davon ausweichen. Es war sogar einfach nur diese eine Kiste im Bonuslevel. Ich werde bekloppt. Geht schon los mit dem bekloppt werden. Ja, das ist der Modell. So, dann G-Wiz hatten wir und dann haben wir Hang 'em High. Jetzt nehme ich auch nicht mehr zu viel vorweg. Eigentlich hätte ich fest damit gerechnet, dass so ein Level als erstes kommt. Weil es so schön zum Weltendesign passt. Natürlich eigene Musikstücke für die einzelnen Welten. Liebe, wie viel Arbeit da reingeflossen ist früher, ey. Moin. Moin. Jetzt wissen wir auch wieder, warum es Hang 'em High heißt. Uiuiui. Das war das der erste Tod? Ich möchte mir gar nicht anmaßen, das zu behaupten, aber ich glaube schon, oder? Da bin ich vorher schon mal irgendwo runtergefallen. Wenn die Möglichkeit besteht. Also, ich bin jetzt gerade so im Vorproduktionsmodus, dass ich jetzt auch nicht mehr weiß, ob es jetzt Crash 2 oder 3 war, wo ich das letzte Mal dann... Dann sagen wir mal so, der Urlaub nähert sich und ich würde ganz gerne die Folgen, die im Urlaub kommen, alle ballern im Vorfeld. Damit ich gemütlich spielen kann im Urlaub und mich nicht um Aufnahmen kümmern muss. Auch wenn es natürlich sehr viel Spaß macht, für euch aufzunehmen. Aber hin und wieder ein bisschen nur zur Entspannung zocken, ist tatsächlich nochmal was anderes. Ich hoffe, ihr versteht das. So, einmal hier runter und zum Bonuslevel. Energiekristall habe ich dann jetzt zumindest schon mal. Und das dann auch zu den Bonusleveln jeweils eigene Abwandlungen und sowas sind. Das ist halt alles so kleine Details, auch vom Soundtrack her und so. Es macht halt einfach Spaß zu spielen, auch heute noch. Die eine Kiste hier auch noch. Ja, ich mag die erste Phase von den Crash Games immer sehr, wo man sich noch nicht wirklich irgendwie anstrengen muss, um alle Kisten zu finden oder irgendwie eine Zeit zu schlagen oder irgendwas, sondern einfach wirklich die Level genießen, Anekdoten erzählen von früher und sowas alles. Und die Phasen mag ich. Hier hat jetzt irgendwas nachgeladen. Ich weiß nicht, ob das am Spiel lag oder am Rechner, der hier sich bei dem Wetter gerade einen abrödelt. Das war sehr dumm. Im Nachhinein. Da haben wir jetzt mal eine Todesanimation gesehen, eine neue. Echt, sehr gut. Umso mehr wir jetzt im ersten Run an den Edelstein schon mitnehmen, umso besser. Weil dann müssen wir im zweiten Run halt tatsächlich nicht mehr so viel machen. Das ist sehr, sehr schön. Dann können wir da uns auf die Zeitdinger konzentrieren. Aber hier gibt es noch einen gelben tatsächlich, fällt mir gerade auf. Muss ich auch nochmal nachgucken, was man denn für die genau machen muss. Weil in den Zähnen ist es ein bisschen einfacher, da wird im jeweiligen Ladebildschirm erklärt, was man machen muss. So tippmäßig wird einem dann mitgegeben, hey, das und das kannst du machen.
Und kommen wir jetzt mal zu einem meiner Lieblingslevel. Das Ding ist ja auch auf dem Cover drauf. Neben so ein paar anderen Features, die aber später erst kommen. Und es war auch, glaube ich, in jedem Werbematerial, was zu dem Ding kam. Crash in seiner Moped-Jacke. Schön auf diesem Moped in den, ich denke mal, es sind 60er, 70er oder was? Bei diesem Hot Rod-Rennen. Wenn ich an diese Zeit denke so und dann an diese ganzen Spielezeitschriften mit PS1-Games. Jede einzelne davon hatte irgendwo eine Seite mit diesem Emotion-Bild. Und dann hat man natürlich als kleiner Bub so ein bisschen Bock bekommen, tatsächlich dann auch mal langsam loszulegen mit Crash Bandicoot und auch im dritten Teil mit dem Moped durch die Gegend zu fahren. Ist jetzt nicht die Welt. Also es ist einfach ein... Es kommt ja noch nicht mal als Rennspiel gleich. Es ist halt trotzdem immer noch so... Wenn du das Level vernünftig schaffst, beziehungsweise das, was intended ist für dieses Level, dann schaffst du das Rennen. Wenn nicht, dann nicht. Wie ich jetzt zum Beispiel. Den ersten habe ich jetzt nicht gekriegt. Ich habe auch die letzte Kiste nicht bekommen. Das ist alles komplett viel schief gelaufen. Ich hätte nicht so viel erzählen sollen, glaube ich. Was ich irgendwann gemerkt habe, zum Beispiel beim Zeitrennen später, ist es tatsächlich deutlich angenehmer, wenn man im Vorfeld die Leute einfach wegfahren lässt. Dann erst die Uhr aktiviert und sein Rennen ganz in Ruhe fährt. Wir versuchen das Ganze jetzt einfach nochmal. Ich weiß gar nicht, wie der Turbo-Start geht, ob der jetzt bei dem dritten irgendwie oder so, oder ob der ähnlich ist wie bei Crash Team Racing. Die Sache ist halt, du machst einen Fehler und im Prinzip kannst du danach schon neu starten. Geh jetzt mal nicht auf Kiste. Geh jetzt auf Sieg. Kisten kann man ja dann immer noch eigentlich rein theoretisch gehen. Ich weiß gar nicht, ob wenn man Kisten sammelt, ob es dann völlig wurscht ist, ob man erster oder zweiter wird. Oder letzter. Hat ja die Kisten. Ich glaube, ich darf jetzt die letzte Kurve halt nicht verkacken. So, ich muss den ersten kriegen, ohne dass ich jetzt an der letzten Kurve scheitere. Genau die wäre es gewesen. So, zack. Und Rennen gewonnen. Man muss Erster werden dafür. Ja, und wie gesagt, das war dann, als das Level dann zum ersten Mal kam und man hat im Vorfeld überall diese Werbung gesehen und sowas, da hat man sich dann sehr, sehr gefreut und ich finde die Level halt super geil. Die sind absolut nichts Krasses, aber die sind irgendwo was Besonderes in diesem Genre. Toontime. Wieder eine neue Welt. Ich glaube, doch, wir hatten Mittelalter auf jeden Fall schon doppelt. Hallo Leute, Dingo Dial mein Name. Ich soll Uka Uka und Cortex, die Kristalle der Eiszeiten, bringen. Also, her damit und verzieht euch, oder ich mach euch alle. Oder er macht uns alle. Dann wollen wir es mal drauf anlegen, würde ich sagen. Erstmal wieder Sachen sammeln. Und dann geht's rein in die Tempel. Dem Zeitpunkt hatten wir natürlich auch auf der PlayStation 1 eine nicht weniger namenswerte Archäologin am Start. Oder, ne, nicht namenswerte, gibt es das Wort überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Lara Croft meine ich auf jeden Fall. Die gab es ja zu der Zeit dann auch. Das heißt, hier so dieses Ägypten-Thema, so ein bisschen Tempel erkunden und so. Spielte da natürlich auch voll mit rein. Ich glaube, es gibt später auch einen kleinen Wortwitz, aber den möchte ich jetzt noch nicht euch vorwegnehmen. So, wegnehmen ist auch so ein großes Thema hier. Das ist wieder das alte Thema mit dem, krieg die Sprünge nicht richtig hin. Wahrscheinlich auch so ein Ding, was sich jetzt nochmal irgendwann durchzieht. Ich sehe jetzt gerade, zeittechnisch sind wir auch eigentlich schon am Ende, aber dann überziehen wir jetzt halt noch bis Levelende. Ich möchte nicht innerhalb eines Levels hier schon Ende machen und... Den kriege ich nicht mehr, oder?
oder? Nee. Wie ist denn sonst? Ja, okay. Sonst hatten wir alle. Aber es ist ja, wie gesagt, bei dem Durchlauf erstmal wurscht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, ich werde noch andere finden. Wenn ich gleich wieder vor eine fehlenden Kiste stehe, dann ist es halt so. Kann ich da halt nichts gegen machen. Aber ich mache jetzt nicht nochmal das Bonus-Level 9, nur wegen der einen Kiste. Wenn wir momentan eh nicht den Fokus da drauf legen. So. Mal gut zu wissen, dass dieser Affe so funktioniert. Oh Gott, das war zu knapp. Das wieder diese Animation, die in Japan nicht geht. Das Thema hatten wir ja im zweiten Teil schon, dass ich da ein bisschen näher drauf eingegangen bin. Hui. Ist jetzt eigentlich gespeichert hier? Ja. Okay. Das Bonus-Level ist schon mit drin in der Dingens. Und irgendwelche Trigger aktiviert. Es ist halt schon noch ein bisschen. Die Level spielen sich echt mehr noch wie ein Adventure als wie ein Jump'n'Run. Mit den ganzen Pfeilen und allem. Sogar, dass sich die Cortex-Diener hier wie so Pharaonen anziehen. Sind auch immer passend gekleidet jetzt tatsächlich hier, je nach Zeitzone. Das ist ja keine Zeitzone, je nach Zeit halt generell. So, mittlerweile keine Pause mehr dazwischen, um mal zu checken, wie es dem Dach so geht, wie in den Sewer-Leveln. Komm. Ja, und da hinten ist jetzt ein lila Türchen. Momentan auch noch nicht aufgeregt, weil ich habe keinen lila Stein. Man kann sich natürlich auch wieder sehr viel einfach machen mit den, dem Duck Jump. Da kann man so ein paar Lücken, die normalerweise dann nicht mehr gehen, einfach direkt schnell überspringen. Wie im Vorgänger ja auch schon. Aber um ihn einigermaßen intended zu bleiben. Ich gucke jetzt gerade mal, wie das geht. Die kriegt man relativ easy zusammen hier. Das war jetzt ein bisschen zu. Das ist viel zu viel gewollt. Geräusch, oh ja, das erinnert mich immer, wenn im Sommer alle anfangen oder im Frühling hier ihre Fugen mit dem Flammenwerfer zu machen. Im Garten oder sonst wo. Okay, wir haben doch ein paar mehr noch, ne? Das ist ja, ich glaube, diese lila Tür beherbergt doch nochmal ein paar mehr Kisten. Von daher ist die eine, die wir jetzt im Bonuslevel liegen haben lassen, jetzt gar nicht mal so schlimm. So. Ohne der Sonne. Den haben wir. Das heißt, wir sind für heute fertig. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen und wir sehen uns morgen bei Crash Bandicoot 3. Dann mit dem, warte mal. Ja doch, mit dem letzten Level von der zweiten Welt und wahrscheinlich mit dem Bossfight. Mit Dingodile. Werden wir sehen. Die nächste Welt werden wir danach auch direkt bereisen. Es geht wieder sehr schnell jetzt und der Detail-Run, der kommt ja noch. Das heißt, vielen lieben Dank, bis morgen und tschüss.